Wir befinden uns hier in der Umgebung von Dämmerstein und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Ich bin nach einer längeren Spazierfahrt, bei Spazierritt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin, in Dämmerstein gelandet. War schon vorher mal da, allerdings nur so eine kleine Nebenmission, habe das wieder ein bisschen außen vor gelassen und bin jetzt wieder mal hierher gelatscht. Habe erfahren, nach einigen Gesprächen mit den Einwohnern hier, dass sie an einem Problem leiden und zwar an Albträumen. Ja, der Haus- und Hofzauberer, mit dem ich hier jetzt gerade auf dem Berg latsche, hat mir gesagt, dass in dieser Festung hier Dubioses vor sich geht, irgend so ein komischer Schädel, der dafür sorgt, dass die Träume ja eher nicht so nett sind, dass die Leute wieder Probleme haben beim Schlafen. So, hier mit dem, wie heißt denn diese Zauberstadt, Wabachak oder so ähnlich, den habe ich bei der vorigen Crazy Mission, nenne ich sie mal, bekommen. Das ist eine Waffe, die, ja, man weiß nicht, was sie macht. Also man trifft den Gegner und ihr seht es hier, zack, auf einmal ist ein Hase oder man trifft ihn und der wird dann irgendwas anderes wieder. Also unvorhersehbar, was passiert. Angeblich habt ihr mir gesagt, dass dieser Stab nach seinem Verbrauch nach seinem Ableben nicht mehr wieder aufgeladen werden kann. Gut, werden wir sehen. Mir ist es egal, ich bin ja nicht der Fan von diesen Zauberstäben. Ich habe jede Menge meiner Kiste in Briesenheim, das ist mein Haus in Weißlauf. Ja, verwende sie aber so gut wie nie. Egal, die zwei Eisgeister haben wir hier erst erwischt und gleich mal gucken. Ja, Eisgeist, Essenz, das nehme ich alles mit. Ist eh klar, muss man haben. Und dann geht es auch schon hier. Wo ist es, mein Kollege? Komm mit, du. Dann geht es auch schon hier. Sie ist der Tempel des Nachtrufers. Ja, das ist eben dann eben auch dieser, ja genau, der Stab des Nachtrufers. Den suchen wir eben, man sieht es hier auch. Und ja, schauen wir mal, was wohin mich Erandur hier drinnen dann führen wird. Bevor wir eintreten, muss ich euch vor den dort lauernden Gefahren warnen. Vor Jahren wurde dieser Tempel von einer Gruppe von Orks auf der Suche nach Rache überfallen. Sie wurden wie die Bewohner von Dämmerstern von Albträumen heimgesucht. Nein, da sie wussten, dass sie die Orks nie besiegen konnten, setzten die Priester von Vermina das Miasma frei, das alle in Schlaf versetzte. Ich befürchte, dass das Miasma nach dem Öffnen dieses Ortes entweicht und sowohl Orks als auch Priester aufwachen lässt. Wenn wir drinnen sind, wird sich alles aufklären. Schauen wir mal, was es hier drinnen alles gibt. So, mal schauen, was hier alles auf mich wirkt. Und das seht ihr, ich habe vorhin gerade einen dieser Schreine verwendet und diese ganzen negativen Effekte sind weg. Dafür sind ein paar neue dazugekommen. Das habe ich auch nur durch euch erfahren hier bei den Comments. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht so erfahren hier in Skyrim. Ich habe relativ wenig Zeit, es zu spielen und bin auch sehr lesefaul. Wahrscheinlich erfährt man das alles hier in den Büchern. Hier übrigens durch Zufall eine neue Mission entdeckt. Aber ja, wie gesagt, ich spiele es eher ein bisschen flott durch, ist nicht unbedingt von den Missionen her, aber so von diesen Nebensachen, das Lesen und so weiter, erspare ich mir meistens. Ja, dafür habe ich ja euch, die mir dann Tipps geben, wie ich vielleicht irgendwas lösen kann. So, Erantur, mein Kollege hier, ja, hier ist übrigens der Schrein zu Hat sich sehen. das hier geöffnet? Schaut einmal, dass er irgendwie hier durchkommt durch den großen Stein und naja, mit seinem Feuerzauber öffnet er uns die Türe hier. Die Mission hier hatte übrigens ein paar nette Bugs. Ich habe auch bei einer anderen Mission einen Bug, und zwar bei der Mission, wo es darum geht. Das war eine Mission der, lass mich überlegen, der Bardenakademie, genau. Da wollte den König Olaf verbrennen, oder gibt es die Verbrennung des König Olafs? Hat die Reise
Und bei dieser Verbrennung, ja, da macht er nichts anderes, wie dass er die Puppe, die da groß steht, die übergroße Puppe von König Olaf, dauernd anzündet. Er geht hin, zündet sie an, geht einen Schritt zurück, geht wieder nach vorne, zündet sie an und, das geht ins Endlose. Alle Tricks, die ich versucht habe, haben nichts geholfen. Also die Mission steht einfach mal still, weil ich einfach nichts machen kann. Ja, was soll's. Bei so einem Riesengame wird es ja halt einfach noch das eine oder andere Bug geben. Da hoffe ich doch einmal, dass ein Patch kommen wird, um dass der das entsprechend fixt. So, hier werden ein paar Leute munter, da klopfen wir gleich mal drauf. Bleibt liegen da. Genau, wir wollen nicht hier herumkuscheln mit euch. So, mit haben sie auch nicht besonders viel, ein bisschen Gold, na gut. Ja, brauche ich eh schon nicht. Ja, da drüben, da drinnen übrigens, genau der Punkt, wo ich hin muss, alles versperrt hier. Und Erandur erklärt mir eben, dass ich da irgendwo außen rumlaufen muss, um hier reinzukommen. Es gibt vielleicht einen Weg, die Barriere zu umgehen, aber ich muss mich in ihrer Bibliothek vergewissern, dass das möglich ist. Es bringt wohl nichts, die Wahrheit länger zu verbergen. Mein Wissen über diesen Tempel entstammt persönlicher Erfahrung. Ich war ein Priester von Vermina. Ja, ihr habt recht. Als die Orks den Tempel plünderten, floh ich. In den letzten Jahrzehnten habe ich es immer wieder bedauert und Erlösung von Mara erbeten. Und durch ihre Güte werde ich meine mit... Ich habe noch meinen Schlüssel für die Bibliothek. Wenn ihr bereit seid, können wir weitermachen. Ja, nur leider, dieses dort reinkommen hat mich auch etwas Zeit gekostet, denn auch hier hat sich ein ordentlicher Bug versteckt. Ich habe das Ganze ein bisschen rausgeschnitten, aber wie ich den Bug löste, das werdet ihr in wenigen Sekunden sehen. So, hier müssen wir runter. So, wir schneiden einmal kurz und schnipp. Achtung, jetzt löse ich das Problem. Ja, ich schieße ihn einfach mit meiner unerbitterlichen Macht hier rauf. Gott sei Dank nimmt er mir das nicht übel. Es könnte ja sein, dass er jetzt sagt, er sieht mich als Feind, aber nein. Das Problem, also der Bug war das, dass er immer dort auf der Treppe stehen blieb und nie weiterging. Also genau das, was er jetzt macht, hier mir diese Türe zu öffnen, das ist eben nicht geschehen. Ja, ganz schön blöd, wenn du da herumstehst und nicht weißt, was du machen sollst, aber damit konnte ich das Ganze eben lösen. Wäre interessant von euch zu wissen, ob ihr da auch Probleme hattet, ob es jetzt ein allgemeiner Bug ist, weil die Mission einen Fehler hat, oder ob es ein Bug ist, weil sich die Figur irgendwo in der Gegend hier hängen bleibt, bei einer virtuellen Wand oder was der Teufel was, dass hier einfach von einer Level-Konstruktion ein Fehler drin ist. Bin euch, was ihr dazu sagt, wie es euch hier ergangen ist. So, Equipment wechseln, denn wir schleichen uns hier irgendwo rein, wo es ein bisschen duster ausschaut. Alles mit dem Bläulichen da, schaut nach Zauberei aus. Da hier auch ein Magier, den klopfen wir auch gleich entsprechend auf die Mütze. Hier probiere ich es zumindest. Ach, geh her da. Ah ja. Oh ja, ganz auf die Harte. So, einen Fisch hat er mit. Was die nicht alles eingeschoben haben, einen Fisch, ich weiß ja nicht so recht. Aber gut. So, wir sind hier nun in der Bibliothek. Und da muss jetzt auch was gesucht werden. Ohne weitere Unterbrechungen könnten wir vielleicht die Informationen finden, die ich benötige. Wir suchen nach einem Buch mit alchemistischen Rezepten und dem Titel Die Traumreise. Auf dem Einband befindet sich das Abbild Verminas. Es müsste hier irgendwo sein. Ja, dann machen wir uns eben auf die Suche nach diesem, ja, was es auch sein soll, Buch oder sonst irgendwas. Kann ja nicht so schwer sein,
Ja, immer recht schön, dass oben auf dem Kompass angezeigt wird, in welche Richtung man gehen muss. Also im Großen und Ganzen nicht sehr kompliziert das Ganze. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann einmal, wenn das Ganze irgendwie über eine dreidimensionale Ebene geht, sprich man sieht nicht so recht, ob man rauf oder runter muss oder wie auch immer. Da spielt aber keine Rolle, ein bisschen suchen darf doch auch dabei sein, gar allzu leicht soll es ja natürlich auch nicht werden. So, ich stelle mich aber besonders blöd und wo laufe ich jetzt da so rum? Da ist nirgends was. Bis ich es mal checke, dass ich da mal ein bisschen weiter muss. Na bitte, hier geht's runter. Und die Energie auftanken. Equipment wechseln. Und dann hier rein in den Haufen. Ja, speichern, ganz, ganz wichtig. Das hat mich schon oft Nerven gekostet hier, weil ich es einfach vergessen habe. Ich habe das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten, denn es war einfach nur eine Latscherei, ein paar belanglose Kämpfe. Dann schauen wir mal, was er jetzt zu sagen hat. Ins Allerheiligste. Dazu gehört ein Rezept für eine Flüssigkeit, die als Verminas Torpor bekannt ist. Ja, der Torpor verleiht eine Fähigkeit, die die Priester von Vermina Traumreise genannt haben. Man benutzt Träume, um in der realen Welt Entfernungen zu überwinden. Ja. Sehr erstaunlich. Alchemie und der Segen einer Göttlichen in eine trinkbare Flüssigkeit destilliert. Ich habe so eine Reise leider noch nie selbst erlebt. Als Priester von Mara hat der Trank keine Wirkung auf mich. Der Torpor funktioniert nur bei Priestern von Vermina oder Ungläubigen. Ich glaube, es gibt ein Labor im Ostflügel. Dort müssten wir eine Probe finden. Wir dürfen nicht zögern. Wir müssen den Schädel so schnell wie möglich zerstören. Jetzt, da sie erledigt sind, müssen wir den Torpor finden. Gut gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob ihr überhaupt wisst, wonach ihr suchen sollt. Ich bin erleichtert, dass ihr eine unbeschädigte Flasche gefunden habt. Hier sieht es aus, als wären Orks auf Plündertour gewesen. Bis hierhin habe ich uns gebracht, aber den Rest des Weges müsst ihr uns führen. Trinkt. Das Schicksal von Dämmerstern liegt in dieser winzigen Flasche. Je länger wir warten, desto mehr Schaden kann Vermina diesen armen Leuten zufügen. Ich verstehe euer Zögern, aber ich verspreche euch, dass es funktionieren wird. Na dann, nix wie ab auf die Traumreise. Das Getränk habe ich ja vorher schon gefunden. Ja, kann passieren, Gott sei Dank. Checkt das Game das, dass man hier auch im Vorhinein etwas haben kann und dann entsprechend auch nicht wegwerfen kann. Also ich habe schon ein paar Objekte eingeschoben in meiner Tasche, die ich nicht loswerde, weil es heißt, das wird für irgendeinen Quest benötigt. So, jetzt schauen wir mal, dieses Trankerl, dieses Getränk, wo haben wir es? Das ist es, wie schon gewesen. Und dann kommen wir in so eine kleine Traumwelt. Und da klinke ich mich mal aus, dass ihr mit ihr hört, um was es hier geht. Der Schädel darf Ihnen nicht in die Hände fallen. Aber es sind nur noch eine Handvoll von uns übrig, Bruder. Dann haben wir keine Wahl. Das Miasma muss freigesetzt werden. Das Miasma? Aber, Bruder... Es gibt keine Alternative. Es ist Verminas Wille. Und was ist mit euch, Bruder Casimir? Seid ihr bereit, dem Willen von Vermina zu dienen? Dann ist es entschieden. Bruder Casimir, ihr müsst die Barriere aktivieren und das Miasma freisetzen. Lasst euch von nichts davon abhalten. Bruder Torek, wir müssen hierbleiben und den Schädel, falls nötig, mit unserem Leben verteidigen. Einverstanden. Bis zum Tod. Dann so. Thank you.
werdet nie herkommen. Ja, und wie durch ein Wunder sind wir jetzt da, wo wir hin müssen, bei diesem Seelenstein, den wir uns gleich schnappen, diesen gefährlichen Seelenstein, der einfach hier alles blockiert hat. Und da sind wir dann schon durch und es geht weiter Richtung primären Ziel, nämlich unten, was ihr am Anfang gesehen habt, hier vorne ist eh schon der Platz, wo der Totenkopf, das ist dieser, dieser Totenkopfstab oder was immer jetzt heißt, wo er da steht. So, der Ork hier ist noch ein bisschen lästig. Und wenn man eben der Streitaxt. Zack! Schaffe ich das schon. Souveräner Schlag in die Magengegend. Und K.O. So, mithaben tut auch nicht gar so viel. Und jetzt kommen die Kubenbahnen von meinem Zauberkollegen hier. Es gibt hier übrigens in der Information auch eine Entscheidung zu treffen, und das seht ihr dann zum Schluss. Diesen Namen benutze ich nicht mehr. Ich bin Erandur, Priester von Mara. Ihr seid ein Verräter. Ihr habt uns zurückgelassen und seid geflohen, bevor das Miasma auf euch wirken konnte. Nein, ich hatte Angst. Ich war nicht bereit zu schlafen. Ich habe genug von euren Lügen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr den Schädel zerstört, Priester von Mara. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Ihr hättet... Ist das die Strafe für meine... Ja, es wird Zeit. Wenn ihr einen Schritt zurücktretet, führe ich das mir von... Ist eine Beschwörung, um die Barriere zu entfernen. Kommt, wir müssen zum Schädel und ihn zerstören. Ich rufe euch an, Lady Mara. Der Schädel hungert. Er sehnt sich nach Erinnerungen und fügt ihnen neue Albträume hinzu. Gewährt mir die Kraft, diese Barriere zu durchbrechen und den Schädel in die Tiefen des Reichs des Vergessens zu schicken. Er betrübt euch. Wenn das Ritual vollendet ist, wird der Schädel frei sein. Und dann wird sich Erandur gegen euch wenden. Schnell! Tötet ihn jetzt! Tötet ihn und beansprucht den Schädel für euch. Vermina befiehlt es euch. Ja, eine gute Frage. Was soll man jetzt machen? Soll man ihr gehorchen? Soll man Erandur jetzt töten oder nicht töten? Ja, ich habe lange hin und her überlegt, habe es auch ehrlich gesagt auf alle beide Versionen probiert, aber irgendwie ein direkter Unterschied war nicht zu erkennen, muss ich auch gleich sagen. Ich habe mich jetzt hier entschlossen, es nicht zu tun. Habe ihn am Leben lassen hier. Hat halt den Nachteil, dass ich den Stock hier nicht bekomme.
Ja, aber wie ich vorhin erwähnt habe, ich bin ja nicht der Stockspieler hier. Ich brauche nicht zum Gehen, also was soll's. Und somit sollte aber zumindest einmal das Problem der Träume von den Dämmersteinern gelöst sein. Ja, und die Mission ist auch somit erfolgreich abgeschlossen. Ein bisschen was zur Entschädigung will ich natürlich auch haben. Klar, wir machen ja die Arbeit nicht geschenkt oder umsonst. Ein bisschen eine Gegenleistung darf er schon springen lassen. Was auch immer es sein wird. Ist ja sehr unterschiedlich von Gold bis irgendwelches Equipment, was man bekommt. Mehr oder weniger unnütz, je nachdem, welche Art von Spiel man eben selbst spielt. Ich bin da eher wenig der Zauberer. Also ich bin eher mit der Keule, mit der Axt und sonst noch was. Mit dem Bogen spiele ich sehr gerne. Aber auch der spezielle Handschuh dafür, der mir ermöglicht, mit dem Bogen mehr Schaden anzurichten. Aber natürlich kann man sich ja aussuchen, was jetzt eher so auf die harte Tour macht oder das Ganze eher lieber ein bisschen so zaubertechnisch angeht. Ja, dann wieder raus hier aus dem Gebäude. Das kürzen wir natürlich auch ein bisschen ab. Hier beim Schrein nochmal das Buch hier gecheckt, bisschen nochmal aktiviert. Wenn ich wieder gesund bin und wieder raus hier. Ja, und mit diesen Bildern beenden wir diese Mission auch. Verabschiede mich bei euch mit einem Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, Skyrim ist noch interessant für euch. Ich weiß, Skyrim ist schon lange heraus, haben schon viele durchgespielt, aber ja, was soll's. Mir macht's halt immer wieder Fun. Und somit sage ich danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.